In diesem Video beschäftigen wir uns nochmal mit der Inventur. Und zwar mit der Inventur in einer bestimmten Konstellation. Wir empfehlen Ihnen zwar, wenn Sie eine Inventur durchführen, dass Sie Ihren Verkauf oder keinerlei Verkäufe parallel dazu ausführen, aber Wabi Profi 3 kann dennoch damit umgehen. Allerdings müssen Sie hierzu vielleicht das ein oder andere wissen und es soll Ihnen dieses Video näher bringen. Zuerst einmal legen wir eine neue Inventur an. Unter Anwendungen Inventur legen wir nun eine neue Inventur an. Wir sagen, wir wollen unseren kompletten Artikelstamm inventieren und bestätigen die Auswahl und die anschließende Sicherheitsabfrage mit Ja. Jetzt können Sie an dieser Stelle sagen, was geht es tatsächlich so schnell? Eine neue Inventur anlegen? Ja, geht so schnell. Nun kommen wir aber zu der Situation, die unter Umständen bei parallelen Verkaufen und einer Inventur entstehen kann. Auch möchte ich Ihnen das näher bringen und Ihnen erklären, warum das so ist. In unserem Beispiel nehmen wir einfach mal unseren Artikel mit der Artikelnummer 10. Dieser Sommerrock hatte einen eröffneten Inventurbestand von, in unserem Fall sind es halt 10 Stück. So, was kann nun passieren? Hierzu habe ich ein Word-Dokument vorbereitet, das Ihnen die Problematik veranschaulichen soll. Unser blauer Kreis hier mit der Stückzahl 10 beinhaltet den eröffneten oder den Sollbestand der Inventur. Nun haben Sie, wenn es dumm läuft, zwei verschiedene Lager. Einmal hier haben wir den Laden und hier haben wir zum Beispiel den Keller, das separate Lager oder einfach den Abstellraum hinten im Laden. Was ich mit anhand dieser Grafik einfach simulieren will, ist, dass es möglich sein kann, dass Sie den Artikel schon zum Teil inventiert haben, aber trotzdem den Artikel dann noch parallel dazu verkaufen. Und um diese Situation handeln zu können, müssen Sie einfach den Background hierzu wissen. Okay, wir simulieren jetzt genau die Situation. So, wir wollen jetzt unseren Artikel 10 verkaufen. Wir wollen jetzt erstmal inventieren. Wir sagen, wir haben gerade 7 Stück in der Hand, weil wir oder Sie systematisch durch Ihren Laden durchgehen und den Artikel, also diesen Sommerrock, gerade in der Hand haben und es hängen 10 Stück von diesem Sommerrock im Laden. So, dann geben Sie einfach Ihre Zählmenge hier ein. Nun sehen wir unten links hier im roten Bereich bisher gezählter Inventurbestand sind die bisher erfassten 7 Stück. Wabi sagt aber, hey, es sollten eigentlich 10 da sein. Und das ist jetzt genau die Situation, die wir hier mit diesen bunten Kreisen nachstellen. 10 ist unser eröffneter Inventurbestand oder unser Sollbestand. 7 ist das, was wir gerade gezählt haben. Und das ist, der gelbe Bereich ist also noch offen. Offen könnte bedeuten, die sind Ihnen geklaut worden, klar. Die könnten sich an anderer Stelle im Laden, im Lager oder sonst irgendwo befinden. Also es ist noch nicht geklärt, wo die Differenz dieses Artikels ist. Interessant wird es jetzt allerdings, wenn Sie den Artikel verkaufen. Um diese Situation zu simulieren, gehe ich jetzt in die Kasse hinein und ich verkaufe unseren Artikel 10 mit der Stückzahl. Machen wir ein Stück, ist ja egal. So, jetzt haben wir den Artikel verkauft, soweit so gut. Parallel dazu, wir erinnern uns, führen Sie aber gerade eine Inventur durch. Wenn wir nun auf Bezahlen gehen und wir wollen diesen Verkauf abschließen, sagt Wabi Profi 3, pass mal auf, lieber Benutzer, du verkaufst jetzt den Artikel. Woher kommt der? Denn Wabi Profi 3 weiß nicht und wir holen uns jetzt nochmal unser Word-Dokument her. Unser Wabi Profi 3 weiß nicht, haben Sie den Artikel hier aus dieser bereits getätigten Zählmenge entnommen, das heißt haben hier 7 minus 1, machen wir es mal ein bisschen größer, machen wir es mal ein bisschen oval. Oder, und hier machen wir es auch ein bisschen größer, oder ist der Bestand hier aus dem gelben Kreis zu entnehmen, also sprich, das heißt aus dem Bestand, der noch nicht gezählt wurde, der noch nicht in der Inventur aufgenommen wurde. Also das kann keine Software der Welt wissen, wenn genau diese Konstellation zutrifft. Deswegen ist die Software auf Ihre Mithilfe angewiesen. So, und die Wabi Profi 3 sagt zu Ihnen, pass mal auf, lieber Benutzer, hier, dieser Artikel ist bereits in die Inventur aufgenommen worden. Ja oder nein? Das heißt, haben Sie den schon gezählt oder nicht? Wenn wir nun sagen ja, dann schauen wir uns jetzt gleich in der Inventur an. Das heißt, die sagen ja, den habe ich schon aufgenommen. So, dann was passiert dann? Dann haben wir diese Situation, unsere Kreise. Dann haben wir zwar 10 als Sollbestand, aber Sie haben ja schon einen weggenommen.
Das heißt, wir müssen an dieser Stelle auch wiederum einen abziehen. Somit haben wir einen eröffneten Inventurbestand dieses Artikels von 10-1 und einen bisher gezählten von 7-1. Warum ist es so? Ganz einfach, weil Sie das ja jetzt an dieser Stelle entnommen haben. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Hierzu bin ich erneut in die Inventur gegangen, klicke meinen Artikel oder unseren Artikel 10 an und das ist genau die Situation, die wir jetzt gerade gehabt haben. Er sagt, pass mal auf, unser eröffneter Bestand, weil ja die Ware herausgegangen ist und Sie das von der Zählmenge weggenommen haben, ist dementsprechend der eröffnete Bestand minus die Abgangsmenge, also sprich 1. Und unser gezählter Bestand ist das, was wir vorher gezählt haben, minus die Abgangsmenge. Hier also 7-1. Soweit so gut. Ich denke mal, das dürfte an der Stelle soweit klar sein. Wenn wir das Ganze wie in der Schule gewohnt in Form einer Gleichung wieder reduzieren, bedeutet das Eröffnungsbestand 6, gezählt 6, noch offen 3. So, wie verhält es sich aber, wenn Sie sagen, pass mal auf, den Artikel habe ich nicht aus dem Laden genommen, also sprich aus dem orangen Bereich hier, sondern das habe ich aus dem gelben Bereich genommen. Das heißt, hinten vom Lager, nennen wir es einfach mal so. Was passiert dann? Sehen wir uns ebenfalls in der Praxis an. Wir verkaufen wieder unseren Artikel 10, verkaufen ein Stück und lassen das ganze Ding nun bezahlen. So, jetzt sagt Wavi, hey, ist es schon in die Inventur aufgenommen worden? Jetzt könnt ihr sagen, nein, weil vorhin haben wir dieses Beispiel gehabt, dass wir sagen, ja, haben wir schon gezählt und jetzt sagen wir einfach mal nein. Was passiert nun? Unter Anwendungen, Inventur, Anlegen, Bearbeiten, gehen wir nun auf unseren Artikel 10. Was ist nun passiert? Der gezählte Inventurbestand in Höhe von 6, na, gerade in diesem Beispiel, bleibt natürlich bestehen, weil Sie gesagt haben, den habe ich noch nicht gezählt. Aber der eröffnete, also der Sollbestand, reduziert sich natürlich um die Abgabemenge. Das heißt, unser eröffneter Inventurbestand war ja vorhin 9 und 1 haben wir gerade verkauft. Somit kann dieses eine Stück natürlich nicht mehr in die Inventur aufgenommen werden, weil wir das ja schon entnommen haben vom Lager. Und zwar von unserem gelben Lager. In diesem Beispiel sieht es so aus, dass unser eröffneter Bestand sich um die Abgabemenge reduziert, also minus 1. Unser gezählter Bestand bleibt gleich, also 6 minus 0 ist gleich 6. 9 minus 1 ist gleich 8 hier oben. Aber unser noch zu zählender Bestand reduziert sich natürlich, das heißt 3 minus 1, das heißt ist gleich 2. Und das ist genau die Situation, die wir jetzt an der Stelle hier haben. Das heißt, wir haben einen eröffneten Inventurbestand von 8. Hier haben wir bereits 6 gezählt und 2 sollten also noch irgendwo im Lager rumfetzen. So, ich hoffe, ich habe Ihnen die Problematik oder die Situation an der Stelle näher bringen können, wie sich eine Inventur bei laufendem Verkauf oder umgekehrt bei laufendem Verkauf eine Inventur sich verhält. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.